Die totale Digitalisierung der Produktionsanlagen wird die Arbeitswelten der Zukunft bestimmen. Der Begriff Industrie 4.0 steht für ein Bündel von Maßnahmen und Entwicklungen mit dem Ziel, die Effektivität und Effizienz von Produkten, Dienstleistungen, Produktionsanlagen und Auftragsablaufplanungen zu steigern. Dies geschieht unter massivem Einsatz verschiedenster Informationsverarbeitungstechnologien, wie zum Beispiel Cyber Physical Systems. In der Smart Factory, also im Produktionsbereich, stellt Industrie 4.0 im Grunde genommen die nächsthöhere Ebene der Automatisierung dar. Smart steht dabei für datengetrieben und reaktionsschnell. Die Innovation dieser Arbeit ist, dass zum ersten Mal an der FH Wels eine Anlage virtuell erstellt wird. Das heißt, ein CAD-Modell wird zusammen mit einem Anlagenmodell kombiniert und dadurch besteht die Möglichkeit, eine reale Anlage zu simulieren. Das Ganze bietet sehr viele positive Aspekte. Einige davon sind unter anderem, dass die Steuerungssoftware, die die Anlage eben benötigt, bereits im Vorfeld erstellt werden kann, getestet werden kann und auch optimiert werden kann. Genauso können auch Parametersätze oder Parameter für einzelne Anlagenkomponenten bereits im Vorfeld eingegeben und getestet werden und somit auch die Sicherheit des Mitarbeiters bei der realen Inbetriebnahme erhöht werden. Und das Ganze hat eben zur Folge, dass die gesamte reale Inbetriebnahme sehr viel schneller vonstatten geht und dadurch auch Kosten reduziert werden. Ich bin jetzt tätig an der Fachhochschule in Wels als Assistenzprofessor und als Leiter diverser Projekte. Zudem auch als Vortragender und Betreuer von Master- und Bachelorarbeiten im Bereich technische Produktionsinformatik, Automatisierungstechnik und Produktionstechnik.